Ja, heute Abend wird wieder der Deutsche Computerspielpreis vergeben. Natürlich in Zeiten des Lockdowns auch online, wie das bereits letztes Jahr der Fall war. In der Jury sind natürlich auch Mitglieder des Deutschen Bundestages und wir als Digitalpolitiker der Union, wir werden das natürlich intensiv mitverfolgen. Viele wissen, dass wir uns aktiv dafür eingesetzt haben, dass die Spieleindustrie in Deutschland stärker Fuß fasst. Wir haben einen Fonds aufgelegt mit 250 Millionen Euro Fördermitteln, um diese Entwicklung von Computerspielen in Deutschland entsprechend voranzutreiben. Viele Anträge sind eingegangen, wurden auch beschieden durch das Bundesverkehrsministerium. Von daher freue ich mich auf eine spannende und gute Veranstaltung heute Abend und drücke mal den ganzen Nominierten die Daumen.